So, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot und wir kommen hier zum Grande Finale, die letzte Top 4. Ja, unser Team ist zwar für diese Form der Top 4 komplett unterlevelt, aber dafür habe ich ein Mewtwo dabei. Das sollte das Ganze ein bisschen ausgleichen. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Also ich war jetzt gerade nochmal großzügig einkaufen, ich habe fast alles außer 50.000 ausgegeben. Wir fangen hier jetzt einfach mal an und schauen, wie weit wir kommen. Und ich bin auch wieder von der Partie. Hallo. Ja, stimmt, du bist immer noch da. Ich vergesse es immer wieder zu erwähnen. Ja, das kann man ja mal vergessen. Also dann, Lorelei. Auf ein neues. Ja, man merkt schon, da zieht das Level schon ein bisschen an. Also jetzt ist das ja noch harmlos. Ja, so geht's noch, aber Lorelei ist jetzt noch die Schwächste von der Top 4. Und es ist paralysiert. Wie erfreulich. Dafür macht's Doppelteam. Wie unerfreulich. Ja, und geht auch direkt die erste Attacke daneben. Man kann es ja gar nicht anders erwarten. Es ist ja anders gar nicht möglich. Da kommt sie mit Keifel. Gleich einem neuen Pokémon. Ja, das machen wir doch gleich mal mit Adrian. Das ist der Grund, warum ich Aquana so gern mag. Das und weil es toll aussieht. Ja. Die Evolutions sind alle toll. Lapras, Lapras, Lapras. Also dann Marcy will ich in diesem Kampf aus verschiedenen Gründen nicht einsetzen. Jake ist mir momentan ein bisschen zu geschwächt. Da dürfen wir den Kollegen hier gleich mal ein bisschen ausprobieren. Ich muss hier mal ein paar Attacken sortieren. Für einen One-Hit wird das zwar jetzt höchstwahrscheinlich auch nicht reichen, weil dafür hat Lapras noch zu viel Spezialverteidigung. Aber hey, schon wieder paralysiert. Was ist denn heute los? Das ist 10%. Und das? Eine Amrena-Bäre hat. Ach ja. Genau die richtige Bäre. So ein Zufall. Oh ja, also heute ist 10% Attackentag, ne? Okay. Funktioniert der Trick leider noch nicht. Ist nämlich ab irgendeiner Gen so, dass wenn man eine Feuerattacke benutzt, wenn man eingefroren ist, dass das Gefrorene sofort weg ist. Hier scheinbar noch nicht. Schade. Austos. Also da bleibe ich drin. Weil bei Austos minimaler Spezialverteidigung sollte der das nicht überleben. Rosanna, Rosanna. Ja, das ist die eine Sache. Ich bezweifle, dass Mike schneller ist. Ich nehme einfach Murak. Weil Rosanna sollte man eigentlich physisch angreifen. Ah, da sieht man schon, dass sie da den Hautton schon etwas verändert haben, Frau Rosanna. Yep. Es brennt, es brennt. Heute ist wirklich 10% Tag. Alle 10% Attacken-Procs kommen durch heute.
So, wenn ich sie jetzt richtig einschätze, kommt jetzt sowieso eine Top-Genesung. Ha. Mal schauen, was der Flügelschlag abzieht. Wesentlich weniger, okay. Da haben wir die Lorelei schon besiegt. Sauber, sauber. Das war schön, Pokémon heilen, ne? Yep. Aber sie war ja nur die Spitze des Eisbergs. Im wahrsten Sinne des Wortes Eisberg. Ah, gut, ja. Der nächste wird aber auch nicht sonderlich schwierig. Richtig Angst habe ich vor Nummer 3 und 4. Weil Agathe ist einfach nur ekelhaft und Siegfried ist einfach nur verdammt stark. So, jetzt wenn ich nochmal wüsste, womit er anfängt. In der Rückrunde. Aber ich schmeiß einfach mal Adrian nach vorne, da kann schon mal gar nicht so viel schief gehen. Der Bruno. Ein Stalos. Gut. Dann habe ich ja total die richtige Entscheidung getroffen mit dem, was ich da vorne reinschicke. Und ihr überlebt sogar. Ja, knapp. Na? Kommen jetzt die Bitch-Pussy-Top-Genesung? Wenn ja, dann hätte ich gar nicht mal so viel dagegen. Weil wenn wir ein bisschen Glück haben und der Zufallswert mich gerade nur verarscht hat, können wir ihn sogar schon one-hitten damit jetzt. Ja, genau so. Super. Kickly. Ja, da möchte ich wechseln. Jetzt darf der Don Marci mal zeigen, was er kann. Immer seinen Flügelschlag schon ausnutzen können. Und er kann Steinhagel. Das finde ich total toll. Wenigstens nicht zurückgeschreckt. Und sein Flügelschlag kann was. Ja, das macht EV-Training aus. Ein Nocturne. Wenn ich jetzt wüsste, was der für Attacken drauf hat, ich meine aber, dass es relativ ungefährlich ist. Ansonsten gebe ich ihm einmal meine Psychokinese. Oh, das guckt aber freundlich. Ja. Gleich nicht mehr. Fühlt sich so billig an mit einem Mewtwo, ganz ehrlich. Ich finde das auch übrigens immer so toll, wie die Pokémon durch den Boden fallen, wenn sie besiegt wurden. Das haben sie ja in Generation 6 dann abgeschafft. Da werden sie dann zurück in den Pokéball gerufen. Ach, komm, einmal mal hoffen, dass sie nicht daneben geht, dann wird das auch ein One-Hit. Aber wenn die ganzen 10% Attacken funktionieren, warum sollte das denn nicht funktionieren? Ja, weil es Hydro-Pumpe ist. Die ist mir schon viel zu oft daneben gegangen. Adrian erreicht Level 58, das ist sehr schön. Der hat so tolle Werte. Macho Mai. Ja. Da darf er jetzt wieder. Wieder die OP-Psychokinese? Yep. Weil es das einzige ist, womit ich ihn one-hitten kann.
Und das war schon Bruno, der ist wahrscheinlich der harmloste von der Top 4. Ja, ne? Ich finde ihn wirklich als einfachsten. Weil alle anderen können wesentlich mehr. So, womit fängt Agathe an? War das nicht eins ihrer Gengar? Egal, womit sie anfängt, ich schmeiß einfach mal Mewtwo nach vorne. Oh Gott, Agathe. Ja, ja. Die nervigste von allen. Herausforderung von Top 4 Agathe. Und ich hab's richtig in Erinnerung. Fängt mit Gengar an. Und hier bitte kannst du Psychokinese haben. X-Bad. Da können wir ja mal wieder jemand anders benutzen. Nämlich den guten alten Jake. X-Bad ist zwar schneller, aber... Ich hab grad was zu essen bekommen. Yay, Essen. Finde ich toll, dass Jake die Maschbombe überlebt. Moment mal, habe ich irgendwas, was die Maschbombe effektiv abfangen kann? Ja, habe ich. Oh, er kommt mit dem Spukball, als ob er mir den Switch predicted hätte. Das finde ich aber gar nicht nett von dir. So. Abok. Ja, möchte ich ausnahmsweise mal wechseln, weil ich weiß jetzt nicht, ob das Erdbeben nach dem Bedroher dann noch reicht, wenn das Abok ein bisschen überlevelt ist. Ach komm. Darf er mal wieder ran. Er ist halt einfach prädestiniert dafür, die meisten hier auszuschalten. Er hat halt einfach momentan das beste Moveset, das ich jemals an einem Pokémon hier hatte. Aber. Und Gengar darf man auch gleich noch machen. Hat sie jetzt eigentlich drei verschiedene Gengar oder hat sie ihr Alpollo nur durch irgendwas anderes ausgetauscht? Also ich weiß, dass ihr Golbat zu einem X-Bad sich entwickelt hat. Aber sonst ist ihr Team bis jetzt komplett gleich. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was ihr letztes Pokémon war. Ach, Traunfugil! Mit wem machen wir denn das? Ach, darf Glurakuli mal ran. Ist ja nur ein Traunfugil. Das kann nicht allzu viel. Seine Entwicklungsstufe hat es ja hier noch nicht. Oh, aber es kann Donnerblitz. Das ist aber gar nicht nett. Vor allem ist es gar nicht nett, dass du damit so viel Schaden machst. Fangen wir doch einfach mal ab den nächsten. In der Hoffnung, dass noch einer kommt. Jawohl. Sehr schön. So, Traumfugil. Der hat Schwebe, wenn ich mich nicht täusche. Viel ändern, Matschbombe sind nicht effektiv. Einzige Option ist Steinhagel. Oh, und Psychokinese kann er auch noch. Na gut. Dann darf Glurak ihn jetzt auch fertig machen. Es sei denn, jetzt kommt die Bitch Pussy Top Genesung. Die natürlich auch kommt.
aber ich mache einen Volltreffer. Das finde ich jetzt gerade sehr toll. Da kommt die nächste Top-Genesung. Yay! Oh, das wird niemals langweilig. Pumpen wir mal unsere Pokémon voll. Doping war schon immer ein gutes Mittel. Ja, kommt der nächste Crit? Nee, der bleibt leider aus. Und ein Donnerblitz. Tschüss, Glurak. War schön mit dir. Yep. Aber gut. Darf Jake den Kill machen? Mit der einzigen Attacke, mit der er das Traumflügel treffen kann. Ja, eigentlich zwei sogar. Ja. So, der nächste Kampf darf ich mal voraussagen. Das wird ein Kampf für Jake, Adrian und Gluraculi und ein bisschen für Kenji. Yay. Kampf für mich. Weil ich werde eine Menge Eisattacken brauchen. Aber es läuft doch gar nicht mal so schlecht. Ja. Wir haben ja jetzt den einfachen Teil hinter uns. Gut, und den nervigen. So. Ich würde aber sagen, die nächsten zwei, die heben uns für den nächsten Part auf. Alles klar. Dann machen wir hier jetzt mal wieder einen kurzen Stopp und Siegfried und unser Mr. Green Champ, den holen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao. Ja, ciao.